Willkommen zurück. Wir werden weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir sagten, dass wir diesen Winkel haben und dass wir herausfinden versuchen, ob einer von diesen Winkeln dem Winkel gleich ist. Hier ist eine schneidende Gerade. Und das sind parallele Geraden. Wir wissen, wo hier innere Wechselwinkel sind. Hier ist der eine und hier ist der andere. Wir wissen, dass die gleich sind. Ich zeichne es noch nicht. Falls ihr vergessen habt, wo die inneren Wechselwinkel sind, dann könnt ihr euch an die Gegenwinkel erinnern, die auch gleich sind. Ihr könnt sagen, dass dieser Winkel diesem gleich ist. Ihr könnt ja auch Gegenwinkel einsetzen, um die inneren Wechselwinkel nicht zu nutzen. Die Mathe ist ein tolles Ding. Man braucht nur einige Dinge zu merken und der Rest folgt einfach daraus. Wir haben also festgestellt, dass diese Winkel gleich sind, weil sie innere Wechselwinkel sind. Das hier ist die dazugehörige Seite. Was ist mit diesem Winkel? Ich markiere den mit drei Strichen. 1, 2, 3. Welchem Winkel in diesem Dreieck er gleich ist? Die gleiche Logik, die inneren Wechselwinkel an diesen parallelen Geraden. Und der einzige Grund, warum wir das sagen können, ist das, dass diese beiden Geraden parallel sind. Sonst hätten wir das nicht sagen können. Aber da das innere Wechselwinkel sind, wissen wir, dass sie gleich sind. Also gut, wir wissen, dass das ähnliche Dreiecke sind. Ich brauche nicht alle drei Winkel zu vergleichen. Ich habe zwei Winkel miteinander verglichen und das war genug, um zu verstehen, dass sie ähnlich sind. Nun wollen wir sehen, ob wir anhand dieser Informationen unsere Verhältnisse herausfinden können. Also mal sehen. Lass uns die gleichen Winkelseiten gleichfarbig machen, damit alles klar ist. Also, diese Seite ist orange. Diese ist blau und diese ist rot. Nun haben wir alles farblich gekennzeichnet. Das kann verwirrend, aber nützlich sein, weil jetzt wir sehen, dass diese Dreiecke umgedreht sind. Mal sehen, was wir da machen können. Wir brauchen diese orange Seite zu berechnen. Wir nennen die x. X ist gleich Fragezeichen. Diese orange Seite entspricht dieser Seite hier, weil sie diesem Winkel, der diesem Winkel gleich ist, gegenüber liegt. Das heißt, sie liegen den gleichen Winkeln gegenüber. Das heißt, dass sie miteinander übereinstimmen. Deshalb können wir sagen, dass x durch 6 gleich. So, welche Seiten kennen wir? Wir wissen, dass diese Seite 4 ist. Wir wissen, dass diese Seite 4 gleich ist. Ich schreibe das mit einer passenden Farbe auf. Das ist 4. Wir haben x im Zähler links gesetzt. 4 ist in demselben Dreieck, wo auch diese x steht. Also setzen wir 4 im Zähler rechts. 4 durch was? Na, welche Seite entspricht der Seite 4? Was liegt diesem Winkel hier gegenüber? Das ist dieser Winkel. Das heißt, diese Seite entspricht der Seite 5 hier. Also, 4 durch 5. Nun können wir das lösen. X ist gleich, wir multiplizieren beide Seiten mit 6 und erhalten x ist gleich 24 durch 5. Nicht schlecht. Und weiter geht's. Wir können diese Seite hier berechnen. Ich meine diese rote Seite. Nennen wir die y. Das ist aber nicht sehr kreativ. Y liegt diesem Winkel gegenüber, also y entspricht der Seite 8. So können wir sagen, dass y durch 8, wir können sagen, dass 4 durch 5 oder lass uns 4 durch 5 teilen, weil wir 24 durch 5 durch 6 teilen können, aber das ist verwirrend. Also 4 durch 5. Wir multiplizieren beide Seiten mit 8 und erhalten y ist gleich 8 mal 4, wie viel ist das? 32 durch 5. y ist gleich 32 durch 5. Ich habe diese Aufgabe gelöst, um euch zu zeigen, dass ihr nicht alles nach Augenmaß bestimmen könnt. Manchmal schon. Aber es ist nicht immer klar, welche Seiten einander entsprechen. Es ist verlogen zu sagen, dass diese Seite entspricht dieser oder dass diese Seite entspricht dieser. Aber man muss wirklich darauf achten, welche Seite welchem Winkel gehört.
So entspricht eine Seite, die in einem Dreieck einem bestimmten Winkel gegenüberliegt, der Seite, die dem gleichen Winkel in einem anderen Dreieck gegenüberliegt. Ich rede zu viel, aber hoffentlich seid ihr schon etwas im Bilde. Lass uns noch eine Aufgabe lösen. Zuerst nehmen wir zwei Dreiecke und beweisen, dass die ähnlich sind. Ich mag diese parallelen Geraden. Ich zeichne diese zwei parallelen Geraden wieder. Diesmal auch. Sehen wir mal. Ich zeichne nun, das ist eine Gerade. Ich habe gesagt, dass diese Geraden zueinander parallel sind. Lass mich sie als solche markieren. Parallele Geraden. Wir wollen beweisen, dass dieses Dreieck diesem größeren Dreieck ähnlich ist. Es ist interessant, sie überlappen sich tatsächlich. Zunächst sollen wir herausfinden, ob wir den gleichen Winkel in diese zwei Dreiecken kennen. Na klar, sie haben diesen Winkel. Tatsächlich haben sie einen gemeinsamen Winkel, weil die beiden Dreiecke sich überlappen. Was können wir noch feststellen? Ich möchte nicht mit den Farben übertreiben. Wir haben diesen Winkel. Welche Winkel sind diesem Winkel gleich? Um das herauszufinden, können wir die Regel über die Winkel an den parallelen und schneidenden Geraden anwenden. Welchem Winkel entspricht dieser Winkel? Er entspricht diesem Winkel. Sie sind gleich. Und das haben wir unseren parallelen Geraden entnommen. Das heißt, diese beiden sind gleich. Und zuletzt, ich wähle eine passende Farbe, habe ich diesen Winkel hier. Ich markiere ihn mit drei Strichen. Hier ist dasselbe. Der entsprechende Winkel ist hier. Nun wissen wir also, dass die entsprechenden Winkel in diesen Dreiecken gleich sind. Deshalb heißen sie ähnliche Dreiecke. Sagen wir, dass wir diese Seite kennen. Nun stelle ich euch eine Fangfrage. Sagen wir, dass dieser Abstand 5 ist. Dieser Abstand ist 7. Dieser Abstand ist gleich, nein, vielleicht lieber dieser. Ich weiß nicht. Eine schöne Zahl, sagen wir 12. Und dieser Abstand, sagen wir 6. Nun wollen wir diesen Abstand berechnen. Wie machen wir das? Ich habe es durch diese geschweifte Klammern verwirrend gemacht. Also, wir wissen schon, dass diese zwei Dreiecke ähnlich sind. Wir können das gut gebrauchen und ein Verhältnis schreiben. Bezeichnen wir diese Seite als x. Was wissen wir? Was meint ihr, welche Seite im kleinen Dreieck diese ganze Seite entspricht? Sie entspricht dieser Seite, stimmt's? Ich zeichne es gleich mit der zutreffenden Farbe. Wenn wir das orange machen, entspricht dieser orange Teil diesem. Und dieser orange Teil entspricht diesem Ding. Das entspricht diesem ganzen Abstand. Die Seite des großen Dreiecks ist nicht einfach x, weil das nicht die ganze Seite des Dreiecks ist. Das ist x plus 5. Das ist eine ganze Seite. X plus 5 durch die entsprechende Seite im kleinen Dreieck. Die entsprechende Seite im kleinen Dreieck ist hier. Also durch 5 ist gleich 12. Das ist gleich 12, weil das diesem Winkel im großen Dreieck entspricht. Ist gleich 12 durch 6, weil das kleine Dreieck ist. Und nun können wir das alles lösen. Das wird zu 2. Wir erhalten x plus 5 ist gleich 10. X ist gleich 5. X ist gleich 5. Das wäre vorläufig alles. Ich hoffe, ich habe euch geholfen, die ähnlichen Dreiecke besser zu verstehen. Bis bald!